Also erzählen sie alle How to Summon und so. Ja, würde ich ja sich alle gegen vornehmen, was ja vollkommen gut sein soll jetzt schon. Aber trotzdem trocknen ja so. Und sich da alle meistens ja so am Schlawittel nehmen. Und auch diese Kickbox-Dinger üben und so. Dann ist das ja tatsächlich bei denen zu spät dafür. Muss man sofort erscheinen. Die Unfähigkeitsagitation einsetzen, und zwar momentan. Aber es wäre auch nicht so Kollegen echt. Das ist ja beim Kickboxen, das ist ja auch eine so How to Samba. Ne? Aber das ist ja immer schon eine Papagallo fällig und so. Und dann geht er so, dann ist das hier für vornehm auch zu spät. Nee, ich bin. Ich habe einfach so Papagallo, man will. Der ist hier gegen ganz unempfindlich. Ganz gut, jetzt wurde ich schon vorgemacht. Also, dann geht die Rückhand kurz mal über die Außenpause. Dann kommt hinten der Fuß hoch. Boah, das ist ja vornehm. Boah. Sogar mit dem, ich wollte ihn noch nicht und ich wollte nur sagen. Oder habe ich die gesagt? Diese Strategie ist nicht mehr so in der Zersetzertätigkeit beschränkt, aber durchaus zukunftsüberlebenslustig. Aber immerhin besteht die Frage, ob es Volkskörper Schwachsinn ist und Rangi lachen kann, wenn sich alle vornehmen. Rang und Skibahn-Schriftzeichen, wollen wir mal nachgucken im Sinologie-Lexikon.